So, Kiraim, wo bist du denn? Da. Dieser Ort steht unter meiner Herrschaft. Ja, Kiraim. Küken, ist gerade nichts mit Eskorte. Bleib da mal sitzen. Mach's jetzt. Lauf, Küki, lauf! Nicht, nicht in die Richtung! Küki? Welchen Satz von Lauf jetzt hast du nicht verstanden, du blödes Küken? Das Böse muss ausgesetzt werden. Da gebe ich ihr recht. Ich bin gerade dabei. Das sah geil aus. Lass es sie nicht zu Kopf schlagen, dass du mich besiegt hast. Nee! Du bist tapfer, aber immer noch töricht. Und jetzt kannst du dich nochmal von mir kaufen. Schönes Bild, Gandy. Wo sind die denn? Ach, die sind jetzt bei mir unten. Ja. Geh ich da mal eben hin. Tschüss, Lana, du bist mir scheißegal. Guten Tag, Ladies. Ich gehe mal davon aus. Das sind Hühner. Deswegen. Oh, ich habe uns nebenbei mal eine Festung besorgt. Ach, scheiße, ich habe auch schon gedacht. Wie haben die mich denn in der Luft getroffen? Ja, ich sag so, die machen mega Damage. Jetzt habe ich auch Schaden gekriegt. Sonst müssen wir die nochmal später versuchen, wenn wir stärkere Waffen haben. Mhm. Ah, jetzt habe ich schon wieder getroffen. Ja, wenigstens hält Santo mir hier den Rücken frei. Ich habe einen feindlichen Kommandanten ausgeschaltet. Scheiße, ich bin gleich tot. Oh. Nicht wahr, aber na gut, Spiel, wenn du es so siehst. Auf den Schreck eintrinken. Vielleicht sollten wir die Hühner einfach in Ruhe lassen. Naja, jetzt ist zu spät. Aber ich glaube auch, dass wir die K.O.s sonst nicht zusammenkriegen. Ja, jetzt ist auch das Problem, dass die Viecher in der Nähe von Lana sind. Ja. Lana mit Santo ginge die Mission gut. Weil ich da einfach mit einfach reinwirbeln könnte. Weißt du dich das, Naila? Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du da Damage kriegst, ist so mega gering. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer anderen Mission mit den Guru gemacht. Weißt du, bin ich doch mit Zanto mal vor die Festung gegangen, habe meine Leiste aufgefüllt, bin reingegangen, habe mich da durchgespinnt, bin dann wieder rausgegangen, habe meine Leiste wieder aufgefüllt und so on. Ja, das kann gut sein. Ich erinnere mich daran noch dunkel. War dunkel im Wassertempel. Das sah jetzt lustig aus.
Vor allem, ich finde das auch irgendwie echt mies, dass sie so viel Schaden machen. Ja, ich meine, klar, die Hühner waren schon immer episch, aber... Ja, aber nicht so. Ja. Nein, zwei. Wie war das alles? Wie amüsant. Nein, Groni! Nein! Dann bin ich Hilfe, werde ich schlecht! Sorry, Groni, ich hab zu tun. Dito. Alter! Oh, toll, da sind ja voll viele Gegner drin. Hat sich voll gelohnt. Ein K.O. Nicht schlecht. Bist bestimmt vielleicht stolz auf mich. Dem. Du bist ja stolz auf mich. Gefahr! Gefahr! Na, ich lass die Mörder jetzt. Solange die dann nur in ihrer kleinen schnuckligen Festung bleiben. Das liegt ja alles. Das sind wohl die Überbleibsel von meinem verzweifelten Kampf, die Glucke zu verteidigen. Das kann gut sein. Es war ein sehr verzweifelter Kampf. Oh, hi Faye. Eigentlich überhaupt nicht. Du bist der Entfüllung meiner Mission im Weg. Dito. Wo? Du sollst dir deine Gegner besser aussuchen, aber in diesem Leben lernst du nichts mehr. Ich will eigentlich Fähnchen ausstrecken. Das ist ja. Deine Bemühungen gereichen mir zum Vorteil. Da willst du auch reingehen. Oh, hättest du die Hätten gebraucht? Ich hab noch genug. Ich würde sagen, irgendwas kommt uns hier entgegen. Was merkt ihr das? So, das ist mein Quadrat. Raus hier! So, Hühner. Die leidvollen Schreie meiner Feinde sind Musik in meinen Ohren. Ich finde das so als MP3-Player. Ah, schön. Es gibt eine Band, die macht ihre Musik mit Schreien und Lauten aus Psychiatrien. So creepy. Ich meine, selbst wenn sie es gut anhört, was ich mir kaum vorstellen kann. Finde ich sehr creepy. Ich fand nicht, dass man es als Musik benennen kann. Also ich habe ein YouTube-Video darüber gesehen. Bei einem von diesen unzähligen Mystery-Creepypasta-Dingen. Mhm. Ich meine, die gibt es ja hier zuhauf. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, hörst mal rein, guckst es mal an. Ich finde nicht, dass man das jetzt unbedingt Musik nennen konnte. Okay. Alter. Ich meine, im Dark Web soll es auch eine Band geben, die deren Instrumente aus menschlichen Knochen oder Überresten besteht. Was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, ich irgendwie auch nicht. Das ist ein böse Hühner. Böse Box. Oh, da schmeißt man was in die Luft. Ich pflanze ein paar Bäume. Wir sind doch nicht so. Alter, was ist hier bei uns los?
Hühners, Zias, Zia. Nee, da. Ich glaube, so habe ich eher ihr Hauptquartier erobert, als sie besiegt. Ah! Ich will das Huhn nicht anvisieren. Wo ist hier? Ich will es hier anvisieren. Links in der Ecke. Durchgesagt bei mir. Toll, ich sehe mich nicht. Die Wand ist im Weg. Kenn ich. Was ist das? Bringen sich die scheiß Hühner, wenn sie es nicht. Ach, da hab ich keinen Bock drauf, hier. Das ist deine Links, dein Dark Judgment, wo immer es sein soll. Das war jetzt stumpf. Ich bin ein Wirbelwind! Jetzt nicht mehr. Wir haben gewonnen, juhu! Fick dich, Lana. Du hast da voll viel zu beigetragen. Im Ernst, Zando war nützlicher. Echt? Das stimmt sogar. Ich muss immer dauernd ihren verdammten Arsch retten. Wer hat den Gipto verprügelt? Nö, die hat Gero ihm einmal angeditscht. Oh. Ich glaube, er hat ein bisschen hat er schon verloren. Und ich ihn dann, Mensch. Naja. Aber jetzt nicht so schlecht. Was? Und es geht los. Sie kommen weg. Ja, komm weg. So. Ja, pack die auch mal weg. Hausner sind nicht so gut. Ja, pack die auch weg. Na, die will ich noch behalten. Rubinbonus hätte ich gerne noch. Und außerdem bin ich gespannt, was der 3000 ist. Die hat Erfahrung plus. Nein, die möchte ich gerne halten. Feuerbonus. Ich glaube, ich habe noch eine andere. Pack die mal weg. Ja, das ist ein Feuerbonus. Ja, die Tausende, da kann auch weg. Die behalte ich noch. So. Das haben wir gut hingekriegt. Mehr oder weniger. Also müssen wir die Hintertür benutzen. Ja. Warum haben wir uns das immer so schwer gemacht? Weil wir den Ganon-Container. Ach ja! Denk dran, dass es hier für mitten noch was gibt. Ja. Das ist so 50. Machen wir den. Mit einer Power aktivieren! Ich glaube, ich habe hier bestimmt noch irgendwas zum Entsegeln, oder? Oder? Nope. Dem war ich mir, glaube ich, nochmal auf. Oh ja. Ihr könntet nochmal nützlich werden. Oh, der ist auch nice. Spieglein an der Wand. Wer ist die stärkste im Tanzen? Ich. Du, mit einer. Du bist die stärkste vorne. Also wir beide. Entschuldigung. Trocken im Hals. Hm. Woran liegt das bloß? Ich weiß es nicht. Holst du gleich die Fee? Ja. Oh, sind ja zwei Feen. Gut, dann hol du die eine, ich die andere. Schön, dass wir beide auch instinktiv in die richtige Richtung gehen. Naja, das andere wäre ein bisschen dämlich. Oh, hallo Link! Man muss es genießen, solange man es kann. Was genießen? Los, Link, auf geht's! Entschuldigung. Ich wollte es gerade vorlesen. Ich weiß. Ich kann sagen, Mann, bist du schnell, aber du hast ja auch, glaube ich, stärker. Du hast, glaube ich, auch nur eine Level 2 Waffe. Ich kann nur bessere Attacken. Ja, da haben wir es nie. Ich habe irgendwie nur gerade gefühlt 5 Gegner. Oh nein, du hast verloren. Aber nächstes Mal wird's besser. Was? Er ist schon tot? Ja. Achso, nun kennst du meine Stärke. Ich habe vielleicht noch die wahre auch noch spielen. Ja, du hast die kleine, also musst du auch die große haben. Das macht meiner Meinung nach nur Sinn. Mehr nicht! Stimmt. Wie gesagt. Mitnehmen. So, jetzt reiten wir mal in die Prim.
Ach ja, meine sympathische Brücke. Gott sei Dank, noch durch. So, was ist hier denn Fettes? Nicht schon wieder ein Huhn! Die prägt fürs Leben. Oh, was ist hier denn los? Und die Festung ist schon länger gefallen, Mittner. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es nicht gesehen. Und jetzt? Jetzt gehört diese Festung mir. Die du auch schon so vor 15 Minuten geholt hast. Alter, was geht hier denn ab? Hier, frisst ein Bällchen. Oh, verdammt. Oh, kann ich nicht das Gras kaputt machen. In übertriebenem Maße? In sehr übertriebenem Maße. Naja, die Leiste füllt sich zum Glück recht schnell. Zurück, du blödes Vieh. Das ist gut. Ein Goldhuhn, das wächst, das klingt gar nicht gut. Gut, dass wir hier nur einen C-Rang brauchen. Ja. Gut, dass sich da uns sich keiner dafür interessiert. Ich habe was gefunden. Ich kann es nicht öffnen, obwohl ich rein technisch gesehen auch eine Mittner bin. Hiermit erhebe ich Anspruch auf diese Festung. Apropos, ich muss diese mal erobern. Ich denke, das habe ich schon. Danke für die Hilfe. Hier braucht jemand Hilfe? Ich sage es frei heraus. Du bist kein Gegner für mich. Und du bist tot. Ich wollte gerade sagen, bist du. Das ging ja fix. Die hatte nur also einen kleinen Strichchen. Meine Kampfkunst konnte nicht ausrichten. Ich öffne? Ja. Ich finde das so süß, dass diese Kiste, die Kiste. Die Kiste? Dass die Kiste Griffe an den Seiten hat, als würde die jemand so nehmen und mitnehmen. Weißt du, das mache ich das nächste Mal, wenn ich auf eine Kiste stoße, die ich nicht mitnehmen kann, weil ich den falschen Charakter habe. Ich habe die falsche Fee. Na, egal. Wir brauchen nur C-Rang. Naja, die beiden Truhen haben wir ja schon, ne? Das waren ja nur 12. Ja. Habe ich schon meine Truhen? Du hast doch eine, die du nicht öffnen kannst. Ach ja. Wo kommt die denn her? Du bist stärker als ein Hirschkäfer. Ah, danke. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es ein Kompliment ist. Ja, was? Ein Dinodorus! Und Agneta. Was ist schlimmer? Zwei Dinodorus und Agneta. Wie habe ich den denn jetzt gerade gekillt? Doch, das ist meine Faust! Eigentlich suche ich nur nach diesem beknackten Goldhuhn. Da ist es ja schon. Puh, ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Ja, Schnauze, keiner mag dich. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wo ist die Truhe? In der Festung unten. Hm, toll. Auf, mein Wölfchen. Wo ist das Huhn? Ach da. Oh, was für ein episches Duell. Ganondorf gegen Sheik. Ist öffnen? Ja, jetzt. Komisch, dass Ganon der einzige Charakter ist, der andauernd irgendwo vorprescht. Ist jetzt schon das zweite Mal. Wir sind heißblütig durch und durch. Das stimmt. Schmirgenwehring, das hassen wir ja. Ich wusste, dass du direkt vor mir auftauchst, du blödes Insektenhuhn. Insektenhuhn? Dieses Huhn ist wie ein Insekt. Ich zertrete es mit meiner Brücke. Wie ich es mit jedem Insekt mache, das mir in den Weg kommt. Ich reiße eine Brücke aus ihren Angeln, nehme sie und haue es damit kaputt. Ich kenne dein Lied, das das Böse vertreibt. Soll ich es spielen?
Na, wie wäre es mit einem kleinen Kämpfchen? Klein habe ich jetzt hinzugefügt. Ich bin klein. Niedlich. Naja. Oh, dieser Soldat hier, der hat ja ganze Arbeit geleistet. Der hat hier fast eine Festung im Alleingang erobert. Soldat vor so hin. Alter, willst du mich verarschen? In dieser Form fällt mir das Kämpfen gleich leicht nochmal viel leichter. So true. Hi. Hi. Na? Na? Hast du gerockt? Jo. Ich auch. Dieses Ergebnis stand vor Beginn der Schlacht schon fest. Ja, Äffchen. Ich bin gerne, da erinnert mich immer so ein kleines Äffchen. Erinnert mich gerade an Barbaren, Dave. Ich bin kein Äffchen! Was ist mit deiner großen Nase? Mit deinem breiten Mund? Alter, auch gerne, wie schlecht der ist. Gen-Mobbing. Hashtag Ganon-Mobbing! Ah. Hashtag ein Herz für Ganon! Ein Handherz für Ganon! Oh, wie schön wir der Agneta ignoriert haben! Oh ja! Ich hab sie jetzt auch gerade gesucht! Ah. Für wen ist das? Für einen Charakter, den wir noch nicht haben! Oder? Oh mein Gott, ich wollte schon immer gegen riesige Fragezeichen antreten! Wer will das schaffen? Nein. Das ist eigentlich auch scheißegal, wen ich nehme, ne? Ja, du solltest einen Charakter nehmen, der gut im Kämpfen ist, wenn wir kämpfen müssen. Du solltest einen Charakter nehmen, der gut im Kämpfen ist. Wir müssen viel kämpfen. Vor allem Feuerbonus, Finsterbonus. Das sind beides Sachen, die ich gerne mache. Nö. Fehlt nur noch. Na, Wasserbonus bringt nicht viel. Nö. Aber hier, starker Angriff ist noch gut, weil sämtliche, wenn du ja immer deine Lyra-Kombo mit der starken Attacke ausführst. Ja. So, was wir machen, das Quiz steht aus drei Fragen. Finde den richtigen Feind. Ich lauf dann schon mal. Tschüss, Kenny! Guck mal, ob er alles sicher ist. Ja. Ist es sicher? Ja. Gut, ich komme. Ich will dir winken, aber die Option gibt es ja leider nicht. Das wäre cool. Ich wünschte, man könnte hier spotten. Besiege den geflügelten Feind. Welcher Feind von denen hat Flügel? Ich bin mir nicht sicher. Alter, Geist, verfatz dich mal. Ich komme da gerade nicht ran. Der Geist ist mir im Weg. Warum habe ich jetzt einen Bumerang geworfen? Ich wollte eigentlich einen Enterhaken einsetzen. Schön, dass Geld hier alles im Griff hat. Das hast du gut gemacht. Danke. Ich sah wie immer nur gut aus. Ich nicht, oder was? Mit einem Näschen. Ey, ja. Ich hab halt für jede Gelegenheit einen richtigen Riecher. Und ich steck meine Nase immer gerne für andere Angelegenheiten. Da ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass du stecken bleibst. Bei dem Riechkolben? Tja. Frage 2. Besiege den Feind mit dem Bauchklatscher. Wo ist der Bauchklatscher? Wow. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich kann sagen, hast du Schaden gekriegt? Nein. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Frage 3. Besiege den Feind mit der Schweifattacke. Nein. Ich hab was gemacht. Ja, ich würde dir wieder spotten, aber es geht leider nicht. Aber dafür hast du schöne große Hände. Mal im Ernst, deine Hände sind so groß wie mein Kopf. Mindestens.
Ich kann auch sehr gut massieren. Das ist mir unheimlich. Ihr dachtet, ihr könnt mich besiegen. Lächerlich. Ba, 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 ba. Ui, brumm. Hat er sonst nichts zu tun? Nee. Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh mein Gott, war das schwierig. Naja, jetzt haben wir noch Kompass gekriegt. Du hast einen Gaul, guck noch nicht ins Maul. Oder doch. Yay. Okay, das hast du in der Galerie verfügbar. Wollte gerade sagen, wir haben sie freigeschaltet. Nein! Oh, dann können wir die Grabclown holen, um gerne einen Stinkster freizuspielen. Ach so. Das ist doch nicht Ganon. Nein, aber uns fehlt nie dafür Ganons Level, um Ganons Level 3 Waffe aufzudecken, fehlt uns das doch. Und ich glaube, wir sollten vielleicht einen kurzen fliegenden Cut einlegen. Oh ja. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns darüber freuen, also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, ciao. Tschüss. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus?